Dann sind wir schon wieder. Moin Moin, herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid, liebe Leute. Die letzte Folge endet abrupt und die fängt schnell an. So, was machen wir Schönes? Stroh wollten wir hier raus aus dem Hofsilo kriegen, rein in die Mischfutterproduktion. Die Tiere haben jetzt erstmal genug. Wir können höchstens noch mal gucken, was die Rinderzucht oben sagt, ob die noch Bedarf haben am Stroh bis zur nächsten Ernte. Das wird ja noch ein bisschen dauern. Wahrscheinlich hat er hier einfach nur nicht den richtigen Weg gekriegt, ne? Produktion Mischfutter beladen, das ist an sich. Produktion Mischfutter beladen. Oder beladen. Er springt immer auf Produktion Dünger beladen um. Das finde ich jetzt ein bisschen suspekt, weil beim Dünger brauchst du mit Stroh nichts machen. Den Kurs mag er irgendwie aktuell nicht. Dann gucken wir mal bei der Rinderzucht. Wir können auch manuell 2-3 Anhänger reinschmeißen mit Stroh. Ja, 81.000 reicht noch und 60.000 reicht auch noch. Hier wird uns demnächst eher Gras ausgehen. So wichtig, dass wir bald mal Gras ernten, Heu machen und Gras. Also erstmal nur Gras, weil das können wir in einer Heutrocknung zu Heu machen und wir können Gras dann eben schnell auch zur Rinderzucht fahren. Da brauchen wir echt mal ordentlich Ladung. Oder eben Grasballen. Stroh war aber noch da, ne? Vielleicht müssen wir den nochmal irgendwie ändern, den Kurs. Jetzt behält er den. Aber noch Glück. Gut, dann lasse ich den in Ruhe. Das ist bestimmt gleich leer. Ja, dauert nicht mehr lang. Dann hatten wir ja in der letzten Folge einen neuen LKW gekauft, der eigentlich ähnlich aussehen soll wie der andere. Der andere. So, der holt jetzt den Trailer aus der Halle. Dann haben wir nämlich zwei schöne Gespanne und werden wahrscheinlich einen schönen Ostersonntag kein Frühstück machen hier, sondern Ostersonntagsverkauf. Und mal gucken, wie viel Geld wir dann an den Osterfeiertagen verdienen können, morgen übermorgen. Ich denke schon, dass wir jetzt auf bis zu 2 Millionen kommen können. Wovon wir dann wahrscheinlich auch relativ viel wieder investieren werden. Big M, Ballenpresse ist ja noch so eine Geschichte. Heupellets weiß ich noch nicht, glaube die mache ich erstmal nicht. Aber ich brauche noch eine schöne weitere Ballenpresse. Wollte auch schon lange die Krone haben, die Quaderballenpresse. Theoretisch können wir ja auch ne, Quaderballen in die Rundballenhallen einlagern. Ist optisch natürlich ein bisschen blöd. Aber es funktioniert und werde ich wahrscheinlich erstmal so machen. Wir kriegen auch eine Rundballen raus, ne? Das wissen viele gar nicht. Denken, oh, das sind nur Rundballenhallen. Nee, die funktionieren auch mit Quaderballen. Theoretisch könnte man auch loses Stroh reinkippen. Oder loses Heu oder loses Gras. Und bekommt sie dann in Ballenform wieder raus. War so eine Anhängerkupplung, ne? Ein bisschen weit weg noch. So, jetzt haben wir zwei übertriebene Palettenabfahrgespanne. Perfekt. Für Big Sales. Nochmal einmal so eine Tour zum Aldi. Einmal so eine Tour. Edeka. Einmal so eine Tour Baumarkt und eine so eine Tour Stadion vielleicht. Kommt drauf an, ich weiß nicht. Wir sehen ja dann, wo gute Preise sind für unsere Produkte. Vielleicht noch Baustelle, vielleicht auch Großhandel. Eigentlich bräuchten wir theoretisch für jeden Verkaufspunkt ein so ein Gespann und dann alles auf einmal reinladen in die Verkaufstrigger. Und dann ist es natürlich spannend, ob es der Rechner verkraftet sozusagen. Weil das natürlich eine wahnsinnige Kollisionsberechnung, glaube ich, denn nach sich zieht.
Hätte eigentlich vorher schon abbiegen wollen, aber okay, nehmen wir den, dann können wir so, so fahren. Unser Zentrallager ist Cosplay-mäßig, Quatsch, Autodrive-mäßig auch noch gar nicht angebunden. Auch da sollten wir mal bald zusehen, dass wir ein paar schöne Kurse reinbasteln. Und jetzt können wir mal gucken, ob die sich ähnlich aussehen. Auf jeden Fall haben wir jetzt Zwillinge. Ja, sozusagen die beiden Damen hier. Warte, das aus der Ansicht. Ja, so ungefähr, ne? Zwillinge. Aber die Farbe ist die richtige, würde ich behaupten. Reifen glaube ich auch. Also das sind zwei schöne Gespanne, die wir demnächst nutzen werden, um Paletten zu verkaufen. Wie gesagt, wahrscheinlich morgen. So, die Gärreste sind jetzt theoretisch hier irgendwo angekommen bei der Milch oder was? Noch nicht. Von wem werden sie denn blockiert? Wahrscheinlich von dem. Mit dem Radlader, der darauf wartet, wieder was abgeben zu können. Aber lass uns schnell vorbei, bevor uns wieder über den Haufen fährt. Das ist eigentlich schon so ein bisschen Vorbereitung für die nächste Ernte, die wir jetzt starten, ne? Aber dann haben wir eigentlich eine entspannte Zeit zum Ende Frühling. Also klar, wir werden noch ein bisschen düngen müssen. Das ist klar. Und die ersten kleinen Portionen, wo es wirklich heißt, Keimung fehlgeschlagen. Das wird jetzt wahrscheinlich mit der Zeit immer ein bisschen mehr werden. Wir haben immer noch 8 Grad, Boden 12. Was sagt Seasons Wetterbericht? Bleibt so. Kein Niederschlag, ist echt fies, ne? Mit Trocknungspotenzial. Also blöd. So, Rinderzucht Milch holen, das liegt in der Nähe. So, also ich bin zufrieden. Als nächstes interessiert mich Feld 37, 38, 39. Für den Bereich Feld 41 ist interessant. 43 wäre interessant, wenn man es sehr, sehr leicht mit 42 zu einem schönen Feld machen könnte. Genauso wie 44, weil wir das schön mit 24 zusammenlegen können. Vielleicht immer noch diese Wiese mit dazu, aber das kostet alles viel und wird erst Ende der Saison dann wahrscheinlich interessant werden. So, das ist Mondfeld, schöne Farbe, ja. Die ganze Zeit überlegen, ob ich schon mal ein Feld abmähe, ne? Nicht so gerade dringend, aber das, ach, soll man so. Und dann ist natürlich für nächste Saison, vielleicht übernächste Saison, die beiden Felder das Ziel, plus der Wald, das auch einige sozusagen machen, ne? Wald weg, Feld 66, 65 zusammenlegen und ein, also ein richtiges XXL-Feld machen mit 150 Hektar oder so. Wer von davon nicht genug hat, kann natürlich mit Terraforming sozusagen auch die Map hier oben noch komplett zu Ende blätten. Und noch ein größeres Feld draus machen. Genau hier unten könnte man theoretisch auch mit Terraforming noch bis zu den Schienen rangehen und das Feld komplett machen. Ich weiß nicht, wo der Zug da fährt gerade so. Irgendwo kann sein, dass der Zug da ist. Irgendwie ein bisschen blöd, ne? Die Zwillinge hier. Aber da werden wir gutes Geld mitmachen im Verkauf. Also kein Rübenschnitzel mehr los. Nicht wirklich. Und auf der anderen, BGA macht es aber auch keinen Sinn hinzufahren. Weil hier ist ja ein bisschen Milch angeliefert worden, also das ist ganz gut. Der Gärreste-Kollege müsste jetzt gleich da sein, das ist er hier. So. Ja. Man erkannt, dass bald eine Kurve auf die zukommt.
Also die, wie gesagt, diese Feld hier zum Beispiel, sowas können wir gut mit Gülle machen, weil wir können hier Gülle dann direkt holen bei den Zuchtstellen. Da steht ein bisschen im Weg. Wir können mal gucken wegen Mist für die Gewächshäuser, ne? Ansonsten, wie sieht es überhaupt bei den Gewächshäusern aus? Haben wir letztes aber auch geguckt, das sah relativ gut aus. Hier sind nur ganz paar Kisten, weil Paletten hatten wir vor kurzem geholt. Ist auch kein Mist mehr am Start. Das ist nicht nice. Hier ist noch 8000 Mist. 6000 Mist. 11000 Mist. So ein Mist. Können wir holen. Nicht das Problem. Auch dafür lässt sich theoretisch ein schöner Autodrive-Kurs einrichten. Bisher haben wir aber noch nicht so wirklich viel Mist, dass wir sagen können, jo, das lohnt sich. Weil dann haut er wahrscheinlich alles in eine Station rein. Denn hier sind nur 5000 Liter bisher. Das reicht mal gerade so für die Tomaten-Gewächshäuser. Da war aber mehr, also der Anhänger dürfte knapp voll werden, ne? Den können wir schön verteilen. Ja doch, ja, 29.000 am Ende. Da ist die Spritze. Da könnte man natürlich Rinderzucht Spritze füllen oder sowas vielleicht mal draus machen. Damit man sie direkt, ich meine, wir haben sie jetzt mit dem Milchladen, haben wir direkt daneben, ne? Vielleicht dann hin. Dann würde ich mal hier 15.000 hingeben, circa. Den Rest durch drei teilen, ne? Kriegt nochmal jeder 5. Circa. Hier hätten wir natürlich auch noch ziemlich viel Platz. Gelegene Stelle hier, die aber natürlich wirklich so viel Platz bietet, dass hier auch eine Halle hin könnte. Aber dann ist nur, ja gut, der Riesenbaum, der wird natürlich komplett in die Halle reinwachsen, das ist dann auch wieder nicht so schön. Aber manchmal kann man ein bisschen mehr Platz natürlich auch gut haben. Es ist auch schön, dass der Hof noch so viel Platz bietet. Aber viel Platz heißt auch noch viel Ideen, viele Möglichkeiten. Noch ein bisschen aufzurüsten. Also doch. Ich brauche nicht. Aber Pflanzenschutz. Und danach kann er wieder zu Feld 56. Und, na, das weiß ich nicht mit dem aktuellen Wegpunkt, ob er danach Crossplay-mäßig auch den aktuellen Wegpunkt dann checkt. Versuchen können wir es. So, da hat man noch relativ viel Gülle
Vom Hof oder wie? 300.000, ja. Jetzt sind wir erstmal auf Mist umgestiegen. Das macht schon immer Sinn, die Gülle zu verkaufen. Das ist richtig. Und Gärreste. Für die Felder sozusagen zu nutzen. Weiß ich gar nicht, ob ich dafür Kursklärkurse habe. Ja, wir fahren mal ordnungsgemäß hinterher, ne? Da können wir jetzt auch wieder auf Amok überholen, kurz vor der Brücke, vor der Abbiegung, aber. Oh, toll. So typisch. Ach, dass der da blinkt, ne? Weil er denkt, oh, ist ja eine Kurve. Da blinke ich mal. So, Grüße gehen raus. Grüße an die Bewohner. Ich weiß gar nicht. Hier wohnt gar keiner. Also ich grüße hier nicht raus. Hier wohnt Markus. Ja, sei grüßt. Und hier wohnt auch keiner. Okay, ihr habt auch eine Bushaltestelle hier. Na, also es ist eine gute Wohngegend. So. Dann fahren wir jetzt schnell zum Hof. Rinderstall 1 Gülle. Bull. Pool of Gülle. Die wir gut noch verkaufen können. Wir spielen immer noch mal 1. Weil, ich sag mal, pro Saison Abschnitt. Außer im Winter. Aber im Frühling, im Sommer und im Herbst werden wir bestimmt immer 1 bis 2 Ingame-Tage nur mit 1 spielen. Weil wir natürlich schön lange Zeit hell haben. Weil wir immer viel zu regeln haben und sonst das nicht schaffen würden. Weil wir die Felder gut vorbereiten wollen. So, weil wir da das Beste rausholen wollen, was geht. Dann muss man das so machen. Leider, man spult die Nacht nicht. Ne? Wenn man die Nacht immer mit mal 5 auch durchspielen würde, wäre eine ganz andere Nummer. Aber wir spielen das meist mit mal 15. Und oder mal 30 sogar zwischendurch auch mal. Weil der Stall 2, der so viel Gülle hat. Hier. Das Stall 2 Mist, aber Stall 2 Gülle. Wir noch nicht. Würde ich mal was vorbereiten. Das können wir auch noch ganz gut schaffen heute. Also, fängst du hier irgendwo mal an. Wenn wir da einigermaßen schön gerade vor sind. Den jetzt. Ein bisschen näher noch gerader werden, dann wird es auch schöner. Ich meine, klar, wir können es nachträglich verschieben, aber warum nicht gleich ordentlich. So, Aufnahme. Sind wir schon zu weit? Kuhstall 2 Gülle. Ich hab eigentlich noch auf Aufnahme. Warum macht er mir keinen Punkt? Aufnahme Stopp. Zurückfahren. Nehmen wir den Punkt und den Punkt. Schönen Übergang. Lieblingsfunktion, dieses Verbinden der Kurse, ne?
So, in die Richtung kommen wir gar nicht weg vom Hof. Ist auch in Ordnung, weil wir sonst zu viel kreuzen. Wir wollen nicht, wir ein bisschen kreuzen. Das finde ich ist nicht schlimm. Wollen wir gleich gucken, ob wir, das, ob wir hier Gülle kriegen, ne? Testen wir gleich mal. Also, wir haben jetzt hier Stall 2 Gülle. Ne, Kuhstall 2. Oder sogar Wo ist der denn? Mal gucken, wo er hinfährt oder wie. Wenn ich sehe irgendwie, ne, wo das ist. Das ist Kuhstall 2 Gülle. Das Ganze soll zur BGA Nord ausladen. Mal gucken, ob er sich Gülle holt. Und dann irgendwann gucken wir Stall 2. Ich meine aber nicht, dass das hier Stall 2 war. Wenn ihr klüger seid und das noch wisst, was das war, schreibt gerne rein in die Kommentare. Er füllt Gülle auf, das geht. Ziemlich früh füllt er sogar Gülle auf, finde ich, für die Verhältnisse. Aber es ist ein guter Zeitpunkt zu sagen, das war's dann für die Samstagsnachmittagsfolge, liebe Leute. Danke fürs Zuschauen, wenn es euch gefallen hat. Lasst einen Like, einen Kommentar da. Vielen Dank für euren Support. Und ja, lassen wir ihn noch zu Ende tanken, so ungefähr. Und dann sehen wir uns spätestens morgen um 12 wieder im LS, ne? Denke ich mal. Ich weiß noch nicht genau, wegen heute Abend, da würde ich was ankündigen im Zweifel, wenn ich was mache. Ansonsten ist heute Abend nichts. Mal schauen. Bis dahin, vielen, vielen Dank und tschüss.